Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochenbotschaft vom 11. bis zum 17. Mai 2024 dieses Mal. Mein Name ist Claudia Birgit, du bist hier bei Tarot und Zahlenmagie und ich heiße dich herzlich willkommen. Auch alle Neuen möchte ich natürlich auch mal begrüßen und freue mich, dass du zu mir gefunden hast und ich hoffe, dass dir gefällt, was du hier siehst. Ja, ganz kurz noch, Kurzanalyse, numerologische Kurzanalyse biete ich ja kostenlos an, nach wie vor. Wer Interesse dran hat, E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung, das nur mal so ganz kurz eingeschoben. Ja, alle, die das jetzt bereits schon sozusagen nämlich gefragt haben und noch keine bekommen haben, bitte, bitte etwas Geduld. Es sind tatsächlich gerade ziemlich viele und ich arbeite die so nach und nach ab. Okay, also dann würde ich sagen, schießen wir mal los. Wochenüberschrift mit diesem Deck und dann geht es mit den Tarotkarten weiter. Apropos Karten, alle Kartendecks wie immer unten in der Videobeschreibung. So. Dann schauen wir doch mal, was ist denn die Überschrift für die Woche vom 11. bis zum 17. Mai 2024. 11. bis 17. Mai 2024. Die Astrologen, die überschlagen sich ja alle mit Lob für den Mai. Was für schöne Konstellationen es sind. Und bis jetzt gefällt mir das auch ganz gut. Schauen wir doch mal. Okay. Embrace loving touch, reach out and connect. Also es geht darum, sich natürlich zu verbinden und ich muss mal gucken auf meinen schlauen Zettel hier, wie ich das genau übersetze, das ist die Nummer 18. Ja, umarme liebevolle Berührungen, Annahme, greife danach und verbinde dich. Also es geht um Verbindung, es geht dabei, das große Thema ja momentan in dieser Zeitqualität, Vernetzung. Und das ist natürlich etwas, was grundsätzlich immer sehr, sehr schön ist. Was ich auch schön finde, ist die Farbe Lila hier, weil Lila ist ja auch das dritte Auge. Es ist die Verbindung zum höheren Selbst, in die geistige Welt, die Visionen, die man so hat und so weiter und so fort. Also nutze es, um deine Fühler vielleicht auch auszustrecken. Wir haben mit der 18, ich bin natürlich auch in der Numerologie hier wieder unterwegs, mit der 18 haben wir natürlich dann auch die Zahl des Selbstwertes tatsächlich. Und ja, Frage auch, was bist du dir wert? Bist es dir wert, Verbindungen aufzubauen, die dich nähren, die dich unterstützen, wo du die anderen unterstützt, dass das wirklich ein, ja, unter Umständen auch sehr profitabel werden kann. Und die 8 steht ja auch unter anderem für die Finanzen. Jetzt hatten wir natürlich gerade diesen Neumond im Stier. Stier ist Finanzen. Und ja, im Idealfall verbinden wir natürlich all unsere Werte mit der Liebe logischerweise in unserem Herzen und schöpfen daraus unseren weiteren Weg und hören auf unsere Intuition, lila Farbe Intuition. Und ja, und wenn dann da liebende Menschen sind, dann ja, geh hin zu ihnen, sende aus, dass du gern Kontakt hättest und sei es dir wert, dass nur das Beste und Schönste für dich bereitsteht. Ja, das ist natürlich eine schöne Botschaft für die Woche. Sehr gefühlvoll, sehr liebevoll und ja, grundsätzlich natürlich immer der Weg des Herzens. Super, super schön. So, okay, also. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Die 18 steht übrigens auch für die hausgemachten Probleme. Das nur so am Rande, wer sich mit Zahlen auskennt. Aber letztlich sage ich immer, weißt du, es gibt nichts, was nicht hausgemacht ist in der Essenz. Also natürlich ist es so, wenn jetzt irgendwas auf dich zukommt im Außen und du sagst, hupsala, da habe ich doch gar nichts mit zu tun oder wo kommt denn das jetzt plötzlich her und das ist aber gar nicht so schön, was ich hier für einen Brief im Briefkasten gefunden habe, dann geht's ja tatsächlich aber immer um Resonanzen und alles ist letztlich immer mit dir verbunden, weil sonst könnte es nicht in deinem Leben sein. Und deswegen hast du auf irgendeine Art eine Resonanz zu dem, was da im Außen sich zeigt und dann hast du natürlich immer die Chance zu sagen, Moment mal, ist das richtig, fühlt sich das stimmig an oder ist es eher etwas, ja, was sich nicht so stimmig anfühlt und dann darf das natürlich auch gewandelt werden, aber es hat immer mit uns zu tun und das ist so unglaublich so wichtig, das auch wirklich zu erkennen. So, was haben wir hier für die nächste Woche für Botschaften mit dem Tarot? Was bekommen wir vom 11. bis 17. für Botschaften? 1, 2,
Bereich. Die sind ein bisschen breiter, diese Karten. Da muss ich ein bisschen Platz schaffen. Vier. Und eine möchte ich noch, aber da muss ich noch mal mischen. Da. Oh, zwei kommen. Okay, dann kommen halt noch zwei. So, ein bisschen Platz habe ich hier noch. So, gucken wir mal, wie sich das hier auswächst. So, und oh ja, geht gerade noch so hin. Alles klar. So. Okay, dann gucken wir mal. Nächste Woche, was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal die Königin der Schwerter. Das ist natürlich super schön immer, weil ich habe immer sofort bei König und Königin der Schwerter habe ich sofort immer das Wort Klarheit im Kopf. Weil da geht es natürlich auch um die, um den Verstand, um den Geist, da geht es um Ideen und so weiter und so fort, um Entschlüsse, die man auch wirklich dann so ganz in aller Klarheit trifft. Wir haben mit den 10 der Stäben eine Karte des zu viel, also irgendwas ist zu viel und möglicherweise wird dir das wirklich sehr, sehr klar nächste Woche. Schauen wir nochmal, aha, der Mond, oh, das ist ja auch spannend. Als nächstes dann die 7 Stäbe. Dann den Gehängten und zum Schluss, last but not least, haben wir die 8 der Kelche. Oh, okay. Also es scheint eine Woche zu werden, wo viel Innenschau passiert tatsächlich, viel Reflexion passiert, um letztendlich auch nachher eine wirklich, ja, vielleicht im ersten Moment nicht ganz so glückliche Entscheidung zu treffen. Also es fühlt sich nicht so glücklich an. Aber es ist wohl eine sehr wichtige, letztlich doch und richtige Entscheidung. Denn wir haben hier mit der Königin der Schwerter, also es kann gut möglich sein, dass du hier irgendetwas erkennst, was dir bisher noch nicht so klar war und du aber ab jetzt sofort Verantwortung übernimmst. Das kann auch sein, dass dir das vorher auch schon klar war, aber du hast dich nicht getraut, da wirklich das dir einzugestehen, zum Beispiel, um dann letztendlich auch für dich einen neuen Weg zu gehen. Also manchmal ist es zum Beispiel so, wir machen unseren Alltag, wir haben so unsere Themen, und ja, und dann merken wir eigentlich, oh, das ist uns viel zu viel. Also ich möchte gar nicht so viel tun, ich möchte gar nicht mich aufopfern, ich möchte gar nicht mehr hier diesen Alltagstrott machen. Und es kann auch zu viel von zu wenig sein, ne? Also ich rede jetzt hier nicht immer nur von den Dingen, wo jemand wirklich auf den Zahnfleisch kriegt, weil er einfach zu viel Arbeit meinetwegen hat als Beispiel, sondern es geht natürlich auch um das, es gibt manchmal Menschen, die haben einfach zu wenig zu tun, so gesehen, die sind nicht ausgelastet und dann gibt es ja Burnout und Bore-out, ne? So Bore-out für die Langeweile. Aber auf jeden Fall ist hier immer etwas zu viel und egal wie es ist, es ist ein Ungleichgewicht und dementsprechend ist das natürlich keine schöne Situation. Die Frage ist, was ist hier zu viel und warum hast du bisher zum Beispiel noch keine Entscheidung getroffen, um das zu ändern? Und da könnte die Antwort tatsächlich lauten, hier der Mond, weil es hier um Unsicherheiten und Ängste geht. Weil wenn man natürlich, sage ich mal, merkt, okay, hier ist was wirklich zu viel, in welcher Form auch immer, dann sollte man natürlich auch letztlich eine neue Wahl treffen, nämlich dass das, was zu viel ist, weniger wird, weil man sich ja damit nicht wohlfühlt. Das machen aber viele nicht, weil sie Angst vor Konsequenzen haben. Das ist so ein menschliches Ding. Man hat Angst vor Konsequenzen. Das Ego möchte nicht, dass hier bitte etwas verändert wird, weil es könnte ja sein, dass man dann, ne, nicht mehr genug Geld hat, dass man keine Wohnung mehr hat, dass man keine Freunde mehr hat, dass man die von Familie auch, dass die nicht mehr hinter einem stehen, wenn man aus der Reihe tanzt. Und ja, das ist hier zum Beispiel, ich sagte vorhin das Wort aufopfern. Ne? Das kann zum Beispiel sein, dass man sich für die Familie aufopfert. Und ja, aber merkt, das funktioniert nicht mehr ganz so gut, weil ich halt immer erschöpfter werde und ich merke auch, so möchte ich mein Leben gar nicht gestalten. Mein Alltag möchte ich auch noch ein bisschen ja, reichhaltiger, ein bisschen mehr Freude drin haben, weil die 10 der Stäbe ist alles andere, aber alles, keine Freude. Und dann haben wir den Mond, der von Unsicherheiten und Ängsten spricht. Und ja, vielleicht Ängste vor Anfeindungen, ne? Also, dass man plötzlich nicht mehr so beliebt ist, wenn man Nein sagt, wo man vorher immer Ja gesagt hat. Dass man, wenn man die Perspektive wechselt, da haben wir nämlich auch den Gehängten, wenn man die Perspektive wechselt und plötzlich eigene Gedanken hat und nicht mehr den Gedanken der anderen folgt oder die Gedanken der anderen übernimmt,
dann kann das schon mal sein, dass man hier natürlich nicht besonders auf Gegenliebe stößt. Die sieben Stäbe heißt wirklich, da kommt von außen etwas, was wie eine Anfeindung sich anfühlt, was vielleicht auch ein ganz konkreter verbaler Angriff ist. Und weil man nicht, also die anderen nicht damit einverstanden sind, wie man selber denkt und wie man sich äußert und so weiter und wie man handelt. Also geht es aber hier drum, auch ganz klar zu erkennen, wenn hier diese, wenn da solche Sachen kommen, dass man dann auch tatsächlich schön bei sich bleibt, in der Mitte bleibt. Also Ängste sind natürlich niemals ein guter Ratgeber. Sie waren es noch nie und sie werden es auch nie sein. Also wenn du merkst, da sind Unsicherheiten, du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, sie kommen immer aus deinem Verstand, aus deinem Ego und niemals aus dem Herzen heraus. Weil das Herz ist in der Essenz Liebe und Liebe und Angst passt überhaupt nicht zusammen. Angst ist ein Konstrukt, was geschaffen wurde, damit wir hier in diesem Spiel des Lebens weiterhin mitspielen und nicht zu früh aufgeben und die Flinte ins Korn werfen, weil dann hat die Schöpfung natürlich letztendlich keine Chance, sich selbst als das eine zu erleben. Gut, das ist jetzt, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das jetzt noch weiter ausführe, aber vielleicht, ich denke mal, du weißt, was ich meine. So, also, warum haben wir hier die Unsicherheiten und Ängste? Also hier haben wir irgendwie eine Situation, hier ist was zu viel. Die ist zwar ganz klar, das fühlt sich einfach, die ist das klar, das fühlt sich auch so an. Die absolute Klarheit, hier ist wirklich was zu viel. Und hier sind Ängste und Unsicherheiten und vielleicht bist du wirklich überfordert. Vielleicht hast du wirklich Angst vor dem, was da kommt, wenn du anders handelst als bisher. Wir haben hier mit dem Gehängten aber auch natürlich die Karte, die sagt Geduld. Ne, wechsle die Perspektive, prüf mal ganz genau, was ist jetzt stimmig, was nicht mehr. Vielleicht hast du auch bisher in einer ganz bestimmten Variante gedacht und merkst jetzt, das funktioniert nicht mehr. Also musst du mal das Ganze von einer anderen Seite betrachten. Vielleicht geht es auch darum, dass du dich mal in andere Reihen versetzt. Das kann auch sowas sein. Aber hier habe ich tatsächlich in erster Linie das Gefühl, dass das ist hier. Natürlich, also es geht um dich, es geht um einen Wandel in dir. Vielleicht hast du auch noch nicht so richtig die Idee, wie du aus der Nummer rauskommst. Dafür ist der Tipp hier sozusagen der Gehängte, also dass man wirklich sich in eine andere Perspektive bewegt und natürlich dann auch schaut, was kann ich da jetzt effektiv tun? Wie kann ich vielleicht anders denken, um ein neues Ergebnis zu bekommen? Auf jeden Fall hat das wohl irgendwie dieses Nachdenken, Nachsinnieren, dass sich klar darüber werden, was jetzt nun ist und hin und her. Also hier sieht das nämlich tatsächlich aus, dass sie hat hier dieses Schwert, sie guckt hier die ganze Zeit nach, guckt, ja, kann ja auch nicht anders, aber sie guckt also in diese Richtung. Da sind diese Abfolgen und da ist wirklich ganz viel zu viel und ganz viel. Es hat ja auch so ein bisschen was von Kampf, ne? So, dass man sich da durchbeißt und durchkämpft und ja, also auch mit Gegenwehr zu tun hat, irgendwie in irgendeiner Form. So, und letzten Endes heißt es hier mit den acht Kelchen, okay, die Reise geht weiter, aber nicht wie bisher, sondern man verlässt die alten Gefilde und ist vielleicht auch ein bisschen traurig, weil die acht Kelche ist die Karte des Aufbruchs, die mit einem weinenden Auge einhergeht. Das heißt, man verlässt Situationen, Menschen, Jobs und so weiter, die einmal viel bedeutet haben. Und auch wenn man nicht weiß, wo man hingeht, aber man geht, weil es definitiv etwas ist, was man so für sich entschieden hat, was die bessere Wahl ist. Also das kann für den einen oder anderen wirklich eine sehr, sehr interessante, spannende Woche werden mit Höhen und Tiefen im Gefühlsleben, aber auch eine erkenntnisreiche Woche. Und ja, das ist natürlich letztendlich das Wichtigste, dass wir die Erkenntnisse, die wir haben, dass wir die natürlich dann auch umsetzen. Manchmal merken wir natürlich auch, dass wir keine andere Wahl haben. Irgendwie haben wir letztlich keine andere Wahl. Und wenn ich jetzt die erste Karte nochmal wieder hier nehme, dann kann man sich hier wirklich auch die Frage stellen, was bin ich mir wert? Bin ich mir das wirklich wert, was hier bisher gelaufen ist oder was immer noch auch läuft? Oder sollte ich mir mehr wert sein? Brauche ich das überhaupt wirklich? Ist das wirklich mein Weg?
Und wenn ich mir vorstelle, dass ich den die nächsten 5 Jahre noch gehe, also spätestens wenn dir jetzt die Nackenhaare zu Berge stehen, dann weißt du, dass du was ändern musst. Also das ist manchmal auch so einfach, ne? Wir können mit so einfachen, simplen Tools uns einfach abfragen, okay, was ist jetzt wirklich, ist das wirklich meine Wahrheit? Ist das wirklich das, wie ich leben möchte? Und wenn dann ein klares Nein kommt, ist die Sache im Prinzip klar. Und dann heißt es, okay, wenn das Nein da ist und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, dann kann ich auch sagen, okay, ich gebe das mal ab. Ne? Ich gebe das mal an die geistige Welt ab. Ich habe geistige Helfer. Ich kann mir auch natürlich Hilfe holen. Also jetzt mal ganz, ganz physisch. Natürlich kannst du dir auch Beratungen holen bei Menschen, also bei mir, bei Astrologen, bei Menschen, die Human Design machen und so weiter und so fort. Da gibt es ja die vielfältigsten Möglichkeiten, Familienaufstellung und so weiter. Also da, wenn man da manchmal irgendwie hilflos ist und nicht so weiß, aha, wo sind denn jetzt wirklich meine Stärken, meine Fähigkeiten? Wo gibt es noch Dinge zu abzuändern im Sinne von zu wandeln? Dann gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Also niemand muss da alleine stehen und es gibt immer Möglichkeiten. Am unteren Kartenrand, oh Gott, falsche Richtung, ist okay. Am unteren Kartenrand haben wir die drei Stäbe und das finde ich jetzt wiederum richtig gut, weil diese Karte sagt nämlich, die ist erstmal ist sie durch und durch positiv und das heißt für mich jetzt in diesem Kontext, dass es hier tatsächlich einfach nur darum geht, in Anführungsstrichen nur, dass du noch an alte Themen rangehst, aber die Basis stimmt. Also, damit du wirklich frei in die Zukunft schauen kannst, guck mal, sie steht hier oder, ja, ich glaube, es ist sie, steht hier oder er und hat, ja, hier das Schiff und hier sind ist die Weite. Hier ist also kein Berg, der davor steht und so weiter. Also, man steht selber auf einem Berg und das heißt, man hat diesen Weg schon erklommen, man ist diesen Weg gegangen und er war beschwerlich zeitweise und man hat es aber trotzdem bis auf die Spitze, bis nach oben geschafft. Und jetzt kann man wirklich ganz entspannt und ruhig in die Zukunft schauen. Das ist so das, worum es geht. Und das, was diesen Aufstieg nochmal so ein bisschen holprig macht, sind natürlich all diese Geschichten, die wir hier haben. Unsere Ängste, unsere Unsicherheiten, unsere Belastungen, ja, das, was wir im Außen als Gegenwind empfinden und wahrnehmen. Und das gilt es letztendlich durch auch hier einen Perspektivwechsel tatsächlich zu verändern. Wir haben mit dem Gehängten die Karte Nummer 12 der großen Arkane und die 12 sagt erstens Perspektivwechsel und sie sagt auch raus aus der Opferposition. Also für den Fall, dass du dich bisher für irgendwas, für irgendwen aufgeopfert hast, gilt es hier tatsächlich die Perspektive zu wechseln und mal zu schauen, ja, was da eben nicht mehr so ganz so stimmt und was du da für dich vielleicht auch bisher versäumt hast. Und dass du nicht für dich gesorgt hast, dass du nicht auf deinen Selbstwert geschaut hast. Viele Menschen haben das Problem mit Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein natürlich. Und das sind alles Dinge, die wir entwickeln dürfen. Dafür sind wir hierher gekommen. Also das mit den drei Stäben ist doch schon mal eine schöne Karte. Übrigens, was ich ganz spannend fand, ist, wenn du nämlich den rein numerologisch, nämlich hier siehst, der Gehängte, die 12 und 1 und 2 gibt 3, dann sind wir hier bei den drei Stäben. Und das ist auch die Zahl des Kindes. Also da geht es um Spontanität, also da geht es um Lebensfreude. Also wenn du den Gehängten sozusagen überwindest, wenn du da weitergehst, dann hast du die 3 und die 3 ist wiederum auch so eine Art Befreiung, weil das Kind ist neugierig, das ist lebensfroh, das denkt nicht nach, das macht einfach und es ist mit viel Leichtigkeit unterwegs. Und darum geht es, dass man diese Begrenzung, diese eigene Begrenzung auch überwindet, um wieder in die Leichtigkeit und in die Lebensfreude zu kommen. Und das sagt die 3 halt eben auch. Und das ist sehr schön. So, okay, kann ich das hier irgendwie, muss ich, ja, lege ich jetzt hier hin. Okay, gut, okay. Dann möchte ich doch ganz gerne nochmal weiterschauen. Auf was dürfen wir denn nächste Woche ganz besonders achten? Schauen wir mal, auf was dürfen wir nächste Woche ganz besonders achten? Was darf uns bewusst werden? Was natürlich dann auch letztendlich immer wieder eine Unterstützung bedeutet tatsächlich. Upsala, das sind ein paar viele. Guck mal, da kommt der Teufel schon wieder. Nee, das ist natürlich auch interessant. Hier die 8 Münzen, die sprechen von Durchhalten.
So. Auf was dürfen wir nächste Woche besonders achten? Also durchhalten, natürlich dranbleiben. Da haben wir nochmal die sieben Stäbe. Na, guck mal eine an. Haben wir sie hier nochmal. Also achte auf das, was da von außen auf dich zukommt. Achte auf das, was es mit dir macht. Und begegne dem Ganzen natürlich klug. Das ist mal ganz logisch. Also wir haben zurzeit auch noch so ganz starke Energien mit Mars im Widder. Und das kann natürlich sein, dass hier auch so ein bisschen die Stimmungen eskalieren. Also, wenn du deine Gefühle nicht leiten, nicht führen kannst und extrem impulsiv bist, also da gibt es natürlich, der eine ist impulsiver als der andere. Aber wenn du dazu neigst, sehr impulsiv zu sein, dann würde ich wirklich an deiner Stelle versuchen, geh Konflikt nach Möglichkeit aus dem Weg. Provoziere es nicht, geh ihm aus dem Weg. Lass auch mal Fünfe gerade sein, weil wir stecken alle letztendlich im selben Boot. Wir haben alle momentan diese Energien, die wir verarbeiten dürfen. Und dann ist natürlich Kampf und Krieg untereinander und so weiter und sich anfeinden und beschimpfen, ist natürlich keine, ja, keine besonders konstruktive Geschichte. Natürlich weiß ich auch, dass es Situationen im Leben gibt, da könnte man einfach mal platzen. Und wenn das so sein sollte, okay, dann ist es natürlich so. Aber wir können natürlich auch sehr bewusst vielleicht dem Ganzen begegnen und dann können wir auch Situationen ein bisschen diplomatisch abändern, dass sie letztlich nachher nicht eskalieren. Und du wirst sicherlich davon auch die Früchte tragen. Also das ist ein guter Rat. Achte auf Konflikte im Außen und wie du ihnen begegnest. So, ich hätte gerne noch eine Karte. Was haben wir noch zu beachten nächste Woche? Finde ich echt spannend, gerade in dieser Zeit mit dem Mars im Widder übrigens. Also ja, achte auf deine Gefühle und auf deine Zunge. So, und ach, wie schön. Sehr schön, die Liebenden. Also achte auf Entscheidungen, die du aus dem Herzen bitte triffst. Also das heißt, die Liebenden heißt immer ein ganz großes, bedingungsloses Ja zu sich selbst in erster Linie. Auch wenn wir hier zwei Menschen haben und sagen kann, es geht hier um ein Liebespaar, dennoch beginnt ja alles in dir selbst. Und deswegen ist für mich diese Karte immer ein Hinweis darauf, wie gesagt, wenn du merkst, dass im Außen hier irgendwelche Querelen kommen, was würde die Liebe tun? Ist hier echt die zentrale Frage. Und die Liebe würde sicherlich nie antworten, dass ich meinem Gegenüber jetzt mal so kräftig in den Hintern trete oder ihm eine runterhaue oder ihm den Stuhl unterm Hintern wegziehe oder solche Sachen, sondern also wirklich, was würde die Liebe tun? Und hier, das ist auch genau das. Da sind wir wieder. Embrace loving touch. Ja. Sehr schön, wie sich das hier wieder fügt, ihr Lieben. Also das finde ich gerade wirklich großartig. Ja, und das ist hier auch wieder die Lösung dabei. Also wenn hier Stress kommt, die Liebe ist immer die Antwort auf alles und die Lösung auf alles. Es ist nicht immer leicht, das hat niemand behauptet. Aber das im Bewusstsein zu haben und immer mehr im Bewusstsein zu haben, heißt natürlich auch immer mehr nach innen zu gehen, immer mehr in dir selbst zu reflektieren. Ist es wirklich wichtig, dass ich jetzt explodiere? Ist es vielleicht nicht besser, wenn ich ein bisschen diplomatisch bin? Muss ich jetzt wirklich hier lospoltern? Nein, niemand muss es. Also es ist immer auch eine Frage der Wahl. Ne? So, super schön. Okay, was habe ich jetzt hier noch? Ja, jetzt möchte ich mit dem Lenormand hier nochmal ein bisschen schauen, was wir noch für eine Botschaft für die nächste Woche bekommen. Das ist übrigens das Lenormand passend zu dem Tarot-Deck, wobei ich das Lenormand zuerst hatte. Das Tarot ist niegelnagelneu. So, was haben wir noch für die nächste Woche? 11. bis 17. Ja, guck mal, hier haben wir noch wieder die Ruten. Die Ruten stehen auch für den Streit, für den Stress. Und die 11 steht ja auch, kann man das überhaupt sehen? So, die 11 ist eine Meisterzahl. Und hier geht es natürlich auch darum, die Gedanken, weil 1 und 1 ist 2 und die 2 steht auch für die Gedanken. Also hier geht es darum, Meister der Gedanken zu werden.
Und ebenso wie hier mit den sieben Stäben, auch hier tatsächlich die, ja, die Intuition walten zu lassen, die Gefühle, also wirklich aus dem Herzen heraus und nicht die Emotionen, die entstehen, weil irgendwas getriggert wird, sondern wirklich das wahre innere Selbst und dann diesen, wie gesagt, Konflikten, die da kommen können, wirklich auch klug zu begegnen. Na, das kann ja eine heiße Woche werden, mein lieber Scholli. Und wenn ich hier übrigens die 11 und die 7 zusammenzähle, bekomme ich wieder die 18, ne? Ja, spannend. Mal gucken, was wir noch für eine Botschaft hier bekommen. Schauen wir mal für die nächste Woche. Ja, und hiermit haben wir entweder, dass ein Mann in deinem Leben eine Rolle spielt für die nächste Woche. Das kann natürlich ein Chef sein, das kann dein Partner sein. Vielleicht ist das ein Mensch, ein potenzieller, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, Gegner, also jemand, mit dem du vielleicht solche Kämpfe austrägst. Vielleicht steht dieser Mann aber auch für eine übergeordnete Institution, für eine Behörde und so weiter und so fort. Oder sie steht schlicht und ergreifend diese Energie auch für das Ego, für die Handlung im Außen. Denn wir haben mit der 28 zwar die zweitweichste Zahl, aber die gibt auch zusammen halt die 10. Und die 10 ist wiederum die 1 und das ist wiederum das Ich. Und es ist immer die Frage, ist es das Große, das wahre Ich, die große, die Instanz, die wir in Wahrheit, die Essenz, die wir in Wahrheit selber sind, oder ist es das kleine Ich? Und beides kann natürlich hier zum Tragen kommen, beziehungsweise weil wir immer die Wahl haben, sind wir natürlich auch immer aufgefordert, weise zu wählen. Also hier kann es wirklich in Sachen Streit, Stress, Unsicherheiten und Ängste, also es ist sehr durchwachsen, aber wenn du im Hinterstübchen behältst, dass du hier wirklich die drei Stäbe hast, dass du nicht wirklich was zu befürchten hast. Diese Karte ist durch und durch positiv. Wir haben hier das Rad des Schicksals auch noch eine Karte weiter. Und da geht es sowieso auch drum, wie beim Gehängten, dass Dinge ihre Zeit brauchen, dass man Stopp macht, innehält und genau prüft, was gibt es jetzt zu lernen an dieser Stelle, damit das Rad sich dann auch weiter bewegen kann, nachdem wir es gelöst haben. So, aber das ist wirklich, ja, auch eine super, super schöne Karte. Das heißt ja nicht umsonst im Englischen Glücksrad, auf Deutsch Schicksalsrad, aber ich mag diese Karte. So. Okay, also ziemlich durchwachsen, aber wir haben auch Klarheit mit der Königin der Schwerter. Wichtig ist, dich auf deinen wahren Selbstwert zu berufen, deine Emotionen im Zaum zu halten, wirklich besonnen, klug zu reagieren, immer zu schauen, okay, reflektiere, was gibt es jetzt wirklich zu tun und zu lernen, zu erkennen, um dann weiterzugehen. Aber es scheint hier auch auf der anderen Seite wiederum ein Abschied zu liegen. Ein Abschied hier mit, ja, der unsicher ist, wo man nicht so richtig weiß, wo man hingeht. Aber letzten Endes immer als unterliegende Energie ist, sind hier die drei Stäbe und das finde ich super, super positiv. Diese Karte am unteren Rand, die ist sowieso immer ganz wichtig, weil die ist wie so ein Boden, also auf dem das alles drauf ist. Und wenn wir diese ganzen Geschichten hier abgearbeitet haben, kommen wir zu diesem Boden. Das ist also wirklich von unten eine unterstützende Energie, die natürlich auch manchmal nicht so schön ist, aber in diesem Fall ist sie wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Also egal, was dir nächste Woche so über den Weg läuft, wenn es da wirklich rummelig wird und stressig wird, denk dran, du stehst auf festem Grund, es ist durch und durch positiv und letztlich sind wir sowieso alle immer geführt, wir sind immer geliebt, wir sind immer, ja, von gehalten aus der geistigen Welt, aber wir dürfen auch vielleicht uns noch ein bisschen mehr an sie wenden, für den Fall, dass du es halt auch immer wieder vergisst, ist hier nochmal die Erinnerung. So, mal gucken, was wir hier noch bekommen. Zur Stärkung der Intuition. Die guckt mich hier so an. Genau in diesem Moment erwacht meine Intuition aus ihrem Tiefschlaf und ist voller Überraschungen. Ich nehme sie an und lasse mich führen. Meine Intuition ist ein Geschenk. Warum also nicht nutzen und darauf vertrauen? Genau das. Also viele bekämpfen ihre Intuition, indem sie zum Beispiel natürlich ihrem Verstand mehr glauben.
und auf den bauen als auf ihre Intuition. Dann heißt es eher, was ist denn das für eine Gefühlsduselei oder nee, ich bin ja nicht sicher. Und kleine Geschichte dazu, ich habe mal vor vielen Jahren irgendwie im Auto gesessen und wollte nach Hause fahren und auf einmal kriegte ich so einen ganz starken Impuls, nicht geradeaus weiterzufahren, sondern links abzubiegen. Im kurzen Moment sagte mein Verstand, was soll das denn? Da ist doch gar nichts, Straße ist doch frei. Und ja, außerdem ist das doch ein Umweg, wenn du den jetzt fährst. Aber ich habe mich tatsächlich nicht beirren lassen. Ich habe gesagt, egal, ich mache das jetzt einfach. Ich habe nie erfahren, ob ich damit irgendwie einem Unglück entronnen bin oder nicht. Aber ich habe gewusst, das war wichtig, dass ich das tue, dass ich es genau so tue. Und so soll es bei dir auch sein, wenn du diese innere Stimme vernimmst, die wirklich da irgendeine ganz klare Ansage macht, dann geh ihr nach. Und ohne Wenn und Aber. Und das ist ja auch möglich, dass du zum Beispiel ja, vielleicht, da ist vielleicht gar nichts passiert auf der Strecke, wenn ich geradeaus gefahren wäre, ist nichts passiert. Aber vielleicht ist genau deshalb nichts passiert, weil die Energien und Schwingungen so sonst gewesen wären, dass genau dort sehr wohl was passiert wäre und ich daran involviert gewesen wäre. Also insofern, wir haben ja immer verschiedene Zeitlinien, wir haben immer die Wahl und deswegen, ja, ist es, wenn du das möglichst unkompliziert haben möchtest, in Anführungsstrichen, weil es geht nicht immer unkompliziert, aber ich glaube, du weißt auch, was ich meine, dann höre auf deine Intuition und geh ihr nach. Wirklich. Und hinterfrage sie nicht, sondern mach es einfach. So. Und lass den Verstand sabbeln. Der hat eh keine Kompetenz. Jawohl. So. Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal wissen, was haben wir denn hier? Die Liebe der Engel. Welche Botschaft bekommen wir hier noch? Welcher Engel begleitet uns jetzt in der kommenden Woche? Oh, Moment. Da war er doch schon. Der Engel des Abschieds. Oh, wow. Ja, Abschied haben wir ja auch hier mit den 8 der Kelche, ne? Jetzt bin ich ja gespannt. Oha. Leute, haltet die Taschentücher bereit. So, Engel des Abschieds. Und gleich der erste. Wow. Aber ich muss ja mal sagen, es ist ja wirklich eine wunderschöne Karte. Aber was mir hier wieder auffällt, ja, was soll ich sagen? Es ist lila im Spiel und violett und diese Karte hatten wir am Anfang auch. Also hier haben wir die Liebenden. Okay. Es ist Zeit für einen Abschied, flüstert dir der Engel des Abschieds zu. Ob das Loslassen eines geliebten Menschen, einer Arbeitsstelle, alter Gewohnheiten, vielleicht sogar eines ganzen Lebensabschnitts, ich bin da, sagt dir dieses liebende Lichtwesen. Ich bin da, wenn die Leere eintritt, damit ich diese mit Liebe und Zuversicht füllen kann. Ich helfe dir, alte Energiebahnen, Erinnerungen und das Festhalten loszulassen, damit Neues geschehen kann. Sich verabschieden heißt Danke sagen für das, was war. Verneige dich vor dir und vor allen Beteiligten und fühle. Dann mache den großen Schritt des Abschieds. Ich begleite dich, wenn du es zulässt, spricht dieser Engel zu dir. Dann fällt es dir leichter. Lasse zu, dass du den Platz spürst, der sich dir jetzt für Neues zeigt. Diese Leere ist ein Raum, den du mit Liebe und neuen Ideen füllen kannst. Was auch immer jetzt in deinem Leben geschieht, lasse es los. Lasse dir dabei vom Himmel helfen. Mache einen großen Schritt in eine neue Zukunft voller Licht und Verbundenheit mit den Engeln. Verbindungsübung. Der Engel des Abschieds steht nun in voller Größe vor dir. Sein blaues Licht füllt dein Energiefeld auf, du wirst ganz ruhig. Vertrauen breitet sich in deinem Herzen aus. Ich bin bei dir, hörst du nun in dir. Es ist der Engel, der zu dir spricht. Ich liebe dich und ich unterstütze dich. Denke nun an das, was du verabschieden möchtest, und lege es in das Lichtgewand des Engels. Lilafarbenes Licht der Wandlung fließt in dich hinein. Bitte jetzt den Engel, dir beim Loslassen zu helfen. Er flutet dich mit seinem Licht. Du lässt es in jede Zelle deines Körpers fließen. Was auch immer heute aus deinem Leben geht, du weißt, dass der Himmel es empfängt und zum Wohle aller Beteiligten heilsame Energie in diesen Abschied fließen lässt. Der Engel des Abschieds flüstert dir zu: Schau in das Licht, das sich zeigt. Du siehst ein Licht auf dich zukommen, immer näher. Liebe, Zuversicht und Neugier auf etwas Neues steigen in dir auf.
Das Licht durchflutet dich. Genieße es. Danke dem Himmel, danke dem Engel des Abschieds und erinnere dich in der nächsten Zeit daran, dass sich dieses Licht jederzeit erfüllt. Atme tief ein und aus und entspanne dich. Willkommen zurück. Also, wenn du dich von etwas verabschieden möchtest, einer schlechten Angewohnheit, einer, egal was es ist, einer schlechten Gedanken, schlechten äußeren Angewohnheit, die natürlich kommen, weil du auch schlechte Gedanken hast. Wenn du merkst, du hast Schwierigkeiten, Dinge loszulassen, aber du möchtest sie ganz gerne loslassen, weil du einfach spürst, dass das richtig ist, dann nutze diesen Engel des Abschieds und übergib ihm das. Und dass es dann gewandelt wird, dass die Schwingung, die Frequenz verändert wird. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Okay, und jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch eine Karte ziehen hier aus der Schatzkammer deiner Seele. Mal schön noch eine Botschaft für die Woche bekommen, die uns stärkt. Upsala. Ruhe. Ich komme zur Ruhe und spüre die Stille in mir. Das ist deshalb auch gerade so richtig, richtig wunderbar, weil wie hier nämlich mit den Ruten, mit den 7 Stäben, auch mit den 10 Stäben und hier nochmal erneut die 7 Stäbe sehr viel Unruhe haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder in unsere Mitte zurückkommen, dass wir wirklich in die Stille in uns eintauchen, dass wir sie spüren, dass wir sie wahrnehmen und dass wir uns wirklich zentrieren und innerlich auch wieder ausgleichen. Und immer schön auf deine Intuition hören. Nutze sie, sie hilft dir, sie unterstützt dich und deswegen ist das schon mal eine sehr gute Idee, sie auf sie zu hören. Okay, also ja, vielleicht hast du ja auch so Geschichten, wo du auf deine Intuition gehört hast, so wie das, was ich erzählt habe und vielleicht magst du sie auch mit uns teilen. Ich finde sowas immer super interessant und spannend und auch wirklich sehr hilfreich, gerade für diejenigen, die vielleicht sich auch noch unsicher sind in irgendeiner Form. Ja, die Intuition, ja, weiß nicht so recht und so weiter. Ja, also insofern freue ich mich natürlich auf eure Kommentare, eure Likes und ja, wenn ihr mich unterstützen möchtet, auch gerne ein Abo, denn das ist eine wunderbare Sache, um mich zu unterstützen, wie gesagt. Also, ich danke dir fürs Zuschauen. Melde dich, wenn du eine Kurzanalyse möchtest, wie gesagt. Und dann wünsche ich dir und uns allen eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Genieße die Zeit, genieße dich. Komm immer schön in die Ruhe, in die Mitte. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Alles Liebe dir. Namaste.